Mephisto 97.6. Alles klar. Würde ich einfach anfangen mit einer Schnellfragerunde. Das machen wir sehr gut. Eigentlich für jedes Interview so, was, keine Ahnung, erstmal so ein bisschen ja, nein, entweder oder. Denkst du eigentlich, du hast irgendwas anderes als nur auf dem Tape? Achso, wegen dem Wind. Nee, also die fangen den Wind ganz schön ab, ja. Nee. Gut. Nee, also solange man schön frontal reinspricht, geht das schon in Ordnung. Also, da steht Frage. Alkoholiker steht da bei dir. Anti-Alkoholiker, ja. Ah, okay, gut. Du kannst doch nicht meine Fragen lesen. Ich muss das doch erstmal. Ach, du bist fies. Das muss der Reihe nach gehen. Meine Taktik ist ja immer, so, möglichst die ganze Zeit zu verwenden, den Interviewpartner nicht zur Sprache kommen zu lassen. Ich glaube, das kriege ich irgendwie dann hin, meinen Redeanteil da reinzubekommen. Also, Netflix und Chill oder in die Oper? Ah, Multiple Choice. Mm. Naja, vordergründig gesagt natürlich Oper, um hier als Mann von Welt gelten zu lassen. Im realen Leben ist natürlich Netflix ein Chill angesagt heutzutage. Ja, das ist schon ganz schön gut. Möchtest du auch wissen, was meine Lieblingsserie ist auf Netflix? Bitte. Chef's Table. Das klingt total unsexy, aber das ist unter Musikern das heiße Ding. Da wird immer ein Koch vorgestellt, aber so richtige Freaks, die so abgefahrene Sachen machen, dass man da gleich ins Studio gehen will und irgendwie geile Synthi-Sounds machen will. Es klingt sehr geil, habe ich noch nie gehört. Es ist eine Kochsendung, Chef's Table. Es ist wirklich der Tipp unter Musikern. Muss ich reingucken, alles klar. Dann du persönlich, eher so der Gigolo Vagabundo oder eher der Minnesänger der alten Schule? Ja, Gigolo Vagabundo, ich meine, du willst mich mit meinen eigenen Waffen schlagen. So sieht's aus. Ja, Gigolo Vagabundo, der Song umschreibt die... meine Frühphase bei Bonaparte, bevor die Menschheit überhaupt wusste, dass es ihn gab. Und das war eine sehr, sehr schöne, freie Zeit meines Lebens. Deshalb natürlich Gigolo Vagabundo. Das glaube ich. Wo wir schon mal bei der schönen, freien Zeit am Anfang sind, eher so das Clubkonzert in Barcelona oder die heutige Festival-Crowd unter freiem Himmel? Definitiv das Clubkonzert, aber nicht in Barcelona, weil die Clubkultur war so kacke da. Da kannst du nur als DJ was reißen, als Liveband läuft da nichts. Deshalb bin ich ja überhaupt dann in Berlin gelandet. Deshalb können wir Clubkonzert in Berlin machen? Ja, oder sogar Jacobs Haus würde ich mal vorschlagen. Alles klar. Dann also das Jacobs Haus, okay. Ja, da sind wir jetzt beim Anti-Anti-Alkoholiker. Oder, also die Frage war eigentlich, bist du eher Bier- oder eher Weintrinker? Ui, von allem das Beste. Wenn so ein leckeres Pale Ale oder so diese Spezi-Brauereien, da liebe ich Bier, sonst bin ich nicht so der Biertyp. Und Wein ist aber das Gleiche. Wenn so der Backstage-Fussel, den nehme ich nach Hause und koche was damit. Ne? Also ich finde bei allen Alkoholarten, die sind alle toll, aber es muss irgendwie eine... Es darf schon auch ein Tropfen sein, der einen gewissen Charakter hat. So. Ja, solange es wenigstens noch zum Kochen verwendet wird, ist doch. Alles klar. Hat es, also die Frage wäre jetzt gewesen, Gelegenheit, andere Bands anzusehen, aber noch nicht so wirklich, ne? Na, ich versuche, also tatsächlich, weil wenn man auf Festivals ist, ist es auch die Chance, überhaupt andere Bands zu sehen. Und gestern haben wir Rudy Mantle und Paul Kalkbrenner gesehen. Ich meine, ich würde jetzt nicht ein Ticket kaufen für, aber es ist total toll, mal vor die Bühne zu gehen und sich das anzusehen. Das macht schon Spaß. Heute werde ich mir sicher Blockparty angucken, einfach weil man kann. Definitiv. Welche Bands feierst du besonders zurzeit oder verehrst du sogar? Wie gesagt, ich bin da ein bisschen seltsam. Ich höre gar nicht so intensiv andere Musik, weil ich ja mit meiner Musik beschäftigt bin. Und das entweder lenkt mich dann ab oder es ist so tolle Musik, dass ich finde, scheiße, was mache ich denn hier? Ich suche mir einen anderen Job. Oder ich denke dann, ach Mist, das klingt ja wie das, was ich jetzt mache. Mache ich jetzt eine Kopie von dem und bla. Das ist eigentlich immer nur Ablenkung. Deshalb lieber Chef's Table gucken oder irgendwelchen anderen Quatsch, das gar nichts mit Musik zu tun hat. So. Alles klar. Wen feiere ich ab? Dieses Kurt Weill-Album ist sehr gut. Das kennt ihr vielleicht nicht, aber es ist total chillig. Sehr, sehr schön.
Kurt Weill macht doch Soundtracks, oder? Nee, der macht so Singer-Songwriter-Platten, so, aber ganz coole Stimmung und so. Alles klar. Ja, das ist so ein bisschen, ja. Okay, ja. Werde ich mir definitiv jetzt anhören. Curly Burnett, so diese, das ist diese Ecke von, das ist schon ganz cool. Ja. Ja. Dann so jetzt aus deinem Privatleben, warst du früher eher ein Papa oder eher ein Mama-Kind? Oder könntest du das gar nicht genau sagen? Na, ich war als Kind sicher ein Mama-Kind. Bin aber definitiv jetzt im Alter, habe ich irgendwie den Zugang zu meinem Vater auch gefunden und ich glaube, das hat früher eher damit zu tun, dass der Vater halt viel arbeiten geht und so. Dann hat man eher so ein Mutter, also falls das so ist, die Aufteilung, dann hat man eher so einen Mutterbezug. Und heute finde ich es total toll, mit meinem Vater Dinge zu tun. So. Wir werden auch nächstes Jahr zum ersten Mal zusammen auf der Bühne stehen. Ich habe nämlich nie ihn spielen hören. Der hat in den 60er Jahren Platten gemacht und dann aufgehört in den frühen 70ern. Und nächstes Jahr zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne, da scheiße ich mir schon in die Hosen jetzt. freue ich mich total. Alles klar, was macht dein Vater dann? Er singt und ich spiele Gitarre. Er hat gesagt, er hat seit 30 Jahren nicht mehr Gitarre geübt, deshalb muss ich das übernehmen. Aber es ist sehr cool, dass ihr das jetzt macht. Ja, total. Ich freue mich richtig gut, weil seine Platten, das war so meine Kindheitsmusik halt. Ich habe immer die Platten gehört und so, die Songs. Ich freue mich. Ich finde es eh Familien, die Musik machen. Also ja, muss nicht so Kelly Family muss es jetzt nicht sein, aber Bands, wo Brüder spielen oder generationenübergreifend, so, das finde ich was total Schönes. Definitiv. Also mag deine Familie dann vermutlich auch deine Musik, schätze ich mal. Ja, klar. Also die waren immer sehr, sehr aufgeschlossen. Da war jetzt auch nie ein Problem bezüglich die Show ist zu crazy oder die haben das immer sehr abgefeiert und dann so lustige Bemerkungen gemacht wie, ach, das war ja fast wie in einem Fellini-Film oder so und die Kids vorne. Die haben dann immer so ihre eigenen Interpretationen. Das ist ja das Schöne auch, Musik und Kunst, oder man kann das ja immer, gerade auch Bonaparte-Songs kann man interpretieren auf verschiedenen Ebenen so. Alles klar. Ne? Und ja. Wieder eine Entweder-Oder-Frage, damit das wieder mal ein bisschen schnellfragig wird. Was würdest du eher einbüßen, deine Stimme oder dein Gehör? Das ist sehr schwierig. Na mal, Gehör, wenn du das Gehör verlierst oder es auch nur temporär mal eine Seite weg ist oder so, das ist richtig, richtig hart. Also Orientierung und alles. So, aber meine Stimme, Mann, es ist ja das ist ja mein wichtigstes Organ. Und da ich ja weiß, oh Mann. Ist böse, oder? Ja, es ist total böse. Weil ich könnte auch, wenn ich nichts mehr höre, trotzdem mein Ding machen. Aber ich könnte auch Musik produzieren, ich kann sogar Gigs spielen, glaube ich. Ich fühle es ja, ich weiß, wie ich klinge. Aber dann würde ich nicht mehr hören. Ich glaube, meine Umwelt, die würden alle sagen, 100% der Leute, seine Stimme weg, aber er kann auch hören, das ist super, dann quasselt er nicht so viel. Okay, dann gehen wir mit dieser Antwort. Und dann letzte Schnellfrage, dann geht es ein bisschen noch mehr ins Quasseln rein. Ein Ort, an den es dich noch besonders zieht in deinem Leben? Naja, es gibt so drei Heimaten für mich, an die ich sowieso immer gehe. Das ist Berlin, die Schweiz und Neuseeland. So, für meine Seele. Dann gibt es aber Orte, da habe ich noch nicht gespielt. Südamerika ist natürlich auf der Landkarte. Südamerika, Island, Airwaves Festival, versuche ich immer irgendwie mal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich muss mein Lied auf Isländisch machen. Ja, Südamerika definitiv. Na, ehrlich gesagt, ich finde, man sollte jedes Land der Erde bereisen. Ja, das ist eine gute Devise. Aber schwierig. Und wo wir bei Orten sind, du lehrst ja immer noch an der Musikhochschule Zürich, richtig? Ja. Auf Englisch klingt es einfach ein bisschen besser. Wahrscheinlich. University of the Arts. Okay, gehen wir mit University of the Arts. Ja. Ist das für deine Studis nicht auch mal schräg, dich als Lehrenden zu haben? Das ist,
als ich das vor 10 Jahren begonnen habe, da war es schräg, weil da war ich der Kleinste im Raum und auch der, der am jüngsten aussah. Das war dann, da müssen Sie sich halt dran gewöhnen, dass ich, dass das, was ich sage, gilt. Mittlerweile werde ich ja älter und die bleiben ja jung. Von dem her ist das, hilft das schon ein bisschen für meine Autorität. Ansonsten, das dauert halt immer ein bisschen so, bis die verstehen, dass ich da jetzt nicht als Bonaparte auf einer Bühne stehe, sondern als Tobias Jund über Songwriting spreche und nur da bin, um denen zu helfen, ihre Sprache zu finden. Und dass ich keine Hemmschwellen habe, was Musikstile angeht oder Sprache oder... Also du, da kann einer total biedere christliche Songs schreiben wollen und ein anderer kann richtig psychologisch abgefuckte, düstere Dinge schreiben wollen. Ich bin bei euch. Es geht nicht um mich, es geht um die Songs und um die... Naja, sind ja meine Studenten. Und wenn sie, und sobald sie das, glaube ich, merken, sind die eigentlich total, okay, es geht um die Sache. Und dann merken sie, es geht darum, dass sie besser werden. Und dann geben die eigentlich alle Vollgas, so, das ist schön. Aber anfangs, ja klar, denken die so, was macht denn der jetzt davon? Macht der jetzt Anti 3 Stunden lang, oder? Zum Beispiel. Apropos Anti 3 Stunden, eure Shows. Wir waren mit Mephisto 976, also vom Sender aus, live auch bei eurer Show im Leipziger Felsenkeller im November, wenn du dich da noch daran erinnerst. Und, ach, das war mit Girlband, genau. Girl Riot. Heute ist wieder Male Riot. Ja. Und wir hatten den Eindruck so ein bisschen, dass die Show so in den letzten Jahren ruhiger geworden ist. Ich habe dich 2011 ja auch bei Rock am Ring erlebt und da ging noch viel mehr auf der Bühne ab. Täuscht der Eindruck, oder? Nee, also das ist heute auch schon mal wieder anders. Ich würde sagen, heute wird es ein bisschen in der Mitte sein von den zwei Sachen, die du gerade... Das ist auch wieder mehr Energie, 2 Drums. Lulu ist auch wieder dabei, endlich. Der hat ja 3 Jahre Pause gemacht. Und 2011 war das schon eine krasse Show, also das ist so 9, 10, 11, da war halt so grenzenlos irgendwie. Und jetzt ist schon, es ist was, ja, man entwickelt sich einfach. Das sind andere Ästhetiken wichtig. Ich habe zum Beispiel, jetzt habe ich Manana Forever wieder ins Set genommen. Das ist eine total ruhige Nummer, aber die macht so einen Spaß, aber auch für die Leute sogar. Ich merke, das muss nicht immer alles, weißt du, muss nicht immer so schnell sein. Aber es ist schon, wenn ich Festivalshows angucke, dann denke ich immer noch, wir sind irgendwie die Wildesten. Also ich finde, andere Bands haben jetzt nur bedingt auf die Kacke. Die haben vielleicht mehr Bass, wenn es was Elektronisches ist oder so. Aber ich finde, es ist immer noch eine sehr energetische Show. Aber das Problem ist, wenn man voller Energie gibt, die ganze Zeit, das haben wir jahrelang gemacht, dann hast du null Dynamik. Und irgendwann will man halt auch Dynamik haben in den Dingen. Und deshalb verändern sich die Shows auch so. Die sind dann nie gleich. Also alle 2 Jahre habe ich ja was Neues gebaut. So. Aber auf keinen Fall sind sie zahm geworden. Ich würde nicht sagen, aber das kannst du ja heute beurteilen. Das werde ich definitiv nachher beurteilen. Ich bin sowas von beim Konzert dabei. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, Thema wilde Shows. Das Projekt Bonaparte wird ja oft, also dich als Bonaparte, das wird ja oft als Bohème bezeichnet, du als Bohemier. Würdest du Bereiche deiner künstlerischen Freiheit einbüßen, wenn du damit noch größeren kommerziellen Erfolg erreichen könntest? Ist auch eine fiese Frage. Nee, ich glaube, das ist so eine Frage, die mich Studenten vielleicht fragen. Und dann würde ich antworten, natürlich kannst du in deinem Schaffen auch ein Stück weit berechnend sein und dann wahrscheinlich auch Erfolg haben. Aber was bringt dir das, wenn du nicht den Weg gehst, der für dich im Moment spannend ist oder der für dich überhaupt machbar ist in deiner Lebensphase, der für dich stimmt, künstlerisch, aber auch physisch oder psychisch oder was auch immer. Und deshalb ist meine Ansage immer, du musst immer zu einem größeren Teil das machen, was für dich in dem Moment sich richtig anfühlt, weil das spüren die Menschen ja auch, dass du da an irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre deinen Weg halt gehst und der geht halt, das ist halt dein Weg. Und ich glaube, die Menschen spüren das und das ist viel wichtiger, dass die Menschen spüren, ey, der macht dir einfach sein Ding halt, als, der
macht jetzt eine Drum and Bass Platte oder eine Dubstep Platte, weil das jetzt gerade heiß ist oder irgendwie. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man sich sogar fast ein bisschen abschottet von der Welt, wenn man was Neues kreiert und eher aus dem Kleinen, aus sich raus was kreiert. Ich glaube, das ist immer viel stärker und wichtiger. Und zu deinem Ding jetzt in letzter Zeit, im letzten Jahr, gehört ja auch, dass du die Musik für den Film Becks letzter Sommer gemacht hast. Ne? Also ich finde, der Film ist echt schön geworden. Wie war für dich so die Arbeit, so der erste Soundtrack? Super. Das war ja ein Spagat, weil es ein Musikfilm ist. Das heißt, es gab Score-Musik, was ich ja super finde, weil dann hast du die Szene und kannst ja Musik machen. Und dann gab es aber auch Songs im Film, die Christian Ulmen und Nawel spielen mussten. Und das war total anstrengend, natürlich, weil das nicht Musiker ist, sondern Schauspieler. Und dann musst du was schreiben, das glaubwürdig ist. Und die müssen das dann spielen, also so tun, als ob. Und es war halt richtig viel Musik in dem Film. Aber es ist eine super Arbeit. Und ich habe definitiv vor, noch viel, viel mehr Filmmusik zu machen, weil das hat mich als Kind auch immer fasziniert. Ich bin ein totaler Filmmusik-Freak. Ich meine, Bernard Pratschau ist ja auch eine Verbindung von Musik und bewegten Sachen, Tanz, Theater, weiß ich was. Ich mache viel Musikvideos. Ich mag, wenn Musik noch verknüpft ist mit irgendwas. Mhm. Also ich hoffe, ich mache noch mehr Filme. Vielleicht ruft ihr mal Fatih Akin an oder... Hast du schon Angebote bekommen? Oder ja, aber nicht von ihm leider. Ich hab vergessen, ihn zu fragen, als ich ihn getroffen habe, letztendlich. Aber ich werde ihn irgendwann fragen. Oder Werner Herzog. Werner? Oder... Aber vielleicht, also Fatihs Nummer hast du schon mal, oder? Nee, habe ich auch vergessen. Aber es war ein schöner Abend. Glaube ich. Aber auf jeden Fall hast du jetzt Blut geleckt. Der Mann in Weiß steht hinter der Kamera und sagt... Also langsam müssen wir los. Ja. Alles klar. Dann würde ich noch eine letzte Frage stellen. Was hast du denn aktuell noch an Projekten, die auf dich zukommen? Steht eine neue LP vielleicht in den Raum? Es munkelt es, in der Gerüchteküche. Also es gibt ein Projekt, das ja in ein, zwei Wochen rauskommt. Mule and Man, Bonaparte und Kitsimius. Das ist eine EP und da spielen wir auch den ganzen Sommer jetzt noch Gigs und auch in den Herbst hinein. Das ist also so mehr oder weniger schon Realität. Dann habe ich eine neue Bonaparte-Platte gemacht, die entweder als Überraschungsangriff aus dem Busch kommt oder dann irgendwann nächstes Jahr, keine Ahnung. Die ist auch fertig eigentlich. Und da bin ich schon im Kopf schon wieder an neuen Sachen auch dran. Da gibt es auch noch ein paar Geheimprojekte, die ich euch ja jetzt aber hier nicht auf dem silbernen Tablett. Vollverständlich. Aus dem Sack lasse. Alles klar. Aber dann sind wir und unsere Hörer definitiv jetzt gespannt, was demnächst von dir auf uns zukommt. Genau, also ich bin nicht eitel. Und wie sagt man, untätig. Alles klar. Ah, ja. Nee, das würde ich auch nicht vermuten. Alles klar. Tschüss. Dann tschüssi und wir freuen uns auf dein Konzert. Und ich mich auch. Danke für das Interview. Bitte. Festo 97.6.